Seid gegrüßt und willkommen zur zweiten Episode meiner Scrapnaut Let's Play Serie. Viel Spaß beim Zuschauen. Wunderbar. Ich will wieder ausgerichtet sein nach Norden. Ach komm, wir gehen in die Laufrichtung. Oder schauen in die. Was ist das denn? Ah, hier ist irgendeine Leitung verlegt. Was? Ach, das ist mein Camp. Angriffsindikator. Baumodus. Drücke Tab, um den in den Baumodus. Ja, toll. Gut, dass ich mir auf Tab das Inventar gelegt habe. Drücke H, um ja Hilfe. Behalte die Indikatoren unten in die Basis im Auge. Sobald die gelb leuchten, steht ein Angriff bevor. Oh Gott. Das ist natürlich witzig mit dem Baumodus jetzt. Dann muss ich das wohl ändern. Baumodus. Ich nehme den auf B. Und hoffe, ich habe nichts anderes überschrieben. Wie soll ich ihn im Auge behalten? Ja, lustig hier. B. Okay. Zeige Reichweite an. Zerstören. Schließen. Okay. Anbaufeld. Kochtopf. Kohle. Brunnen. Pflanzentopf, Saatgutmaschine, Baumtopf, Konservenmaschine. Gut, Anbaufeld. Fangen wir mal damit an, oder? Baue eine Werkbank. Okay, ich lasse mich überreden, eine Werkbank zu bauen. Bett. Werkbank. Man dreht sie mit der Maustaste. Ich habe keine Ahnung, wie groß dieses Gebiet hier ist. In welche Richtung die Werkbank gerade zeigt. Errichte ein hölzernes Zelt. Ich brauche Bretter und Holz. Holzbrett. Okay, drücken wir B. Ich bin auch ganz wild drauf, rauszufinden, was passiert, wenn ich meinen Knüppel verbraucht habe. Und ich frag mich, wo ich Bretter herkriege. Oh, ich vermute mal, ich kann sie auf der Werkbank machen. Oh, ich mag, dass die Sachen wegrollen können. Also noch mag ich es, aber es ist bestimmt super nervig, wenn alles wegrollt. Da, da, da. Werkbank. Bretter. Perfekt. Item herstellen. B. Hier. Da ein hölzernes Zelt. Tada. Stelle einen Kochtopf auf. Kochtopf. Hier bestimmt, ne? Hier war der drin. Kohle. Ja. Gibt es denn hier Kohle vielleicht? Zufällig? Achso, auf der Map sehe ich nichts. Da ist Kohle. Kohle. Oh, das war was weit weggeflogen. Was mache ich mit den ganzen Steinen? Acht Steine. Ah, ich muss was essen. Konserve 20. 66, 86. Plus 3. Nom, nom, nom. Und das hier. 100. Juhu. So, was wollte es von mir? Kochtopf. Dahin. Überlebe eine Nacht. Okay. Anbaufeld. Was ist das hier überhaupt? Wird schon nicht so wichtig sein. Ah, okay, das sind Anbaufelder. Das sind einzelne Felder. Okay. Und nun kann ich hier einfach. Das hier ist Saatgut, Kürbissamen.
Und Blumenkohlsamen. Und warum ist die Musik weg? Okay, geht weiter. Schön. Plopp. Plopp, plopp, plopp. Toll, dass wir 5 haben. Ich muss es wässern. Ich muss einen Eimer bauen. Ich brauche einen Brunnen. Wo kriege ich den Stein her? Oh nein. Eimer? Bretter. Steinziegel. Ja, wie viele brauche ich denn davon? Ah, geh raus. 4. 4 Bretter. So ein Zufall. Wie viele Bretter habe ich? Ich kann 2 herstellen oder 1? 1. Ich gehe Holz hacken. Aber erst kommt der Samen hier hin. So. Dum, 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 dum. Plop, 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 plop. Plop. Na, irgendwie lohnt sich das nicht so ganz, wenn man direkt die Stämme ausgräbt. Gut, ich guck mal, dass ich hier. Hallo, danke. 3 brauche ich ja noch. Brauche sicherlich noch viel mehr, aber naja. Und die Frage ist ja auch, kann ich den Brunnen. Hä? Warum habe ich denn nur. Ich habe eben kein Brett hergestellt, glaube ich. Okay. Ob ich den Brunnen überall, also nicht platzieren, aber auch nutzen kann. Gut, mache ich den einfach hier hin. Dann mache ich mir noch mehr Bretter. Ich brauche 3. Jetzt sollte ich einen Eimer haben, mit dem ich mir Wasser aus dem Brunnen holen kann. Platsch. Oh nein, ich muss jedes Mal zum Brunnen. Oh Mann. Ich hoffe, die Pflanzen gehen nicht kaputt, wenn ich drauf trete. Ich werde bestimmt nicht immer außen rum gehen. Plop, 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 plop. Moment, hätte ich nicht alles gießen müssen? Doch. Das klingt sehr spritzig mit dem Wasser. Okay, ich mache den Eimer mal voll und stecke ihn mir in den Rucksack. Was kann ich denn hiermit machen? Oh. Oh. Damit kann ich einfach so den Tag überspringen. Gut. Das war überraschend. Ich möchte aber gerne eine Truhe haben oder so. Sensor? Hier bestimmt? Nee. Das sieht sehr elektronisch. Plasmakanone, okay. Bewässerungsmaschine. Das sieht am sinnvollsten aus gerade. Was ist das hier? Nichts. Saatgutmaschine. Was wollte ich noch gleich bauen? Ein Wassertank. Ach ja, eine Truhe suche ich. Schrottboden. Das sind die verschiedenen Stufen, denke ich. Nee, braucht man nicht so. Haben wir hier vielleicht eine Truhe? Achso, hier war keine Truhe. Vogelscheuche. Oh Mann. Ich sehe schon kommen, dass irgendwelche Viecher mir meine Saatgutsachen hier wegfressen. Ich mache jetzt aus allen Brettern. So. Also hier. Nee. Hier. Truhe.
hier hin. Ich hoffe, man kann die Sachen wieder abbauen. Okay, Kohle weg, das weg, das weg. Das weg, das brauche ich noch, das kann weg. Das braucht man nicht unterwegs. Ja, die Nahrung lasse ich mal bei mir. Gut, dann reden wir mit Rusty, aber nee, wir machen es anders. Wir gehen schon zu Rusty, aber wir teleportieren uns mal dorthin. Wow, sehr schön. Zeit gespart und ich muss hier aufpassen, wenn ich nicht nach Norden ausgerichtet bin, dass ich irgendwie nicht in die falsche Richtung laufe. Schon wieder so ein Roboter. Das auch wieder, die respawnen einfach alle. Sofort. Ah ne, ich muss hier hoch. Aber wo ist denn das Gebiet, wo ich nicht atmen kann ohne meinen Sauerstofftank? Ist ja alles respawned. Oh ne, komm. Wir gehen jetzt nicht innen rum, wir gehen außen rum. Hey. Schön, dich wiederzusehen. Wie sieht dein Plan aus? Unser Hauptziel wird sein, alle Filter zu aktivieren, aber lass uns erst einmal mit den Grundlagen anfangen. Okay. Es gibt zwei Forschungsstationen in diesem Biom. Wenn du sie mit Strom versorgst, könnte ich die exakte Position der Luftfilter und von noch anderen Orten ermitteln. Wo kann ich eine Stromquelle finden? Es gibt da einen Schutzraum in der Nähe deines Schiffes. Nimm dir dann Zeit, ihn zu finden. Ich komme zu dir zurück, wenn ich etwas Nützliches finde. Warum soll ich mir Zeit lassen? Null Quest Funkturm? Ich dachte Schutzraum. Da unten. Vielleicht ist das ja... Ah ne, das wird der Schutzraum sein. Ja, ich muss mal die ganzen Fragezeichen hier erkunden irgendwie. Schrott. Wo habe ich denn nochmal die Stoffreste her? Und wie repariere ich Werkzeuge? Plop, 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 plop. Okay, das meinte er mit Zeit lassen. Oh, ich habe losgelassen, die Maus. Den Mauszeiger. Schade. Pilze sammeln. Links oder rechts? Ich bin hier. Ich gehe rechts rum. Okay. Da war ein Pilz. Oh, was ist hier? Auf jeden Fall ein Skillbuch. Aber wer braucht diese hässlichen Türme? Stein, Stock. Eine neue Gegend entdeckt. Schutzraum. Da ist wieder so ein Gegner. Elektroschrott. Okay, kein Agro gezogen, sehr gut. Errungenschaft freigeschaltet. Mushroom Picker. Batterie. Rede mit Rusty. Nö. Ich hole mir erstmal alles, was es gibt. Konserve. Verwaltung. Ist es jetzt größer? Ich weiß es nicht. Da, da, da. Ein kleines Gericht, Tomaten. Ja, haben wir alles. Rusty. Das Ding habe ich jetzt ja. Schutzraum, okay. Ich gehe mal weiter nach Süden. Oh, Süden ist die Richtung. Ausrichten auf Süden, so. Schrott. Oh,
Über mir scheint irgendwie ein wildes Tier zu sein. Ein Agro-Tier. Ach so, das ist Kristall. Wow, ich dachte, es sei so eine Tatze hier. Die scheinen ja recht wichtig zu sein für die Teleporter. Deswegen nehme ich die einfach mal mit. Einer? Einer nur? Ah, okay. Diese Perspektiven hier. Da, da, da. Was ist das? Kann ich nicht tragen. Oder looten. Links müsste es sein. Von mir. Also hier lang. Was ich auf der Map gesehen habe. Also hier ist viel Eisen. Tempel, okay. Eine Schrottkeule. Direkt mal ausrüsten. Heilungstrank, Skillbuch. Ich warte schon darauf. Ja, Inventar ist voll. Was ist das? Kann ich da graben? Oh, das ist ein Schatz. Das X markiert den Schatz, ne? Oh, es kommt auf mich zu. Na komm, gehen wir mal kämpfen. Blocken, blocken. Oha, der macht aber schon mehr Schaden. Oh mein Gott. Ich muss was essen. Und Tomate. Oh, leider habe ich nichts gegessen. Heile ich mich denn? Oh, ich heile mich automatisch. Okay. Topf. Topf. Klonk. Nanu. Plopp. Oh, ist das auch Schrott? Volles Inventar, aber warum konnte ich den... Ach so. Wahrscheinlich... 12er Stacks. Okay. Ich kann den Schatz jetzt aber nicht aufsammeln. Tempel. Hä? Oh. Was ist das hier? Wie lasse ich was fallen? Da. Schwerer Knüppel. 22? 17. Was auch immer man dann als Waffe hat. Naja. Wir porten uns mal zurück zum Dingens. Hierhin. Es lohnt sich kaum. Also vom Weg her, es ist ja fast genauso weit. Rusty, ich komme. Ich bin unterwegs. Mich stört ein wenig, dass man nicht mit der Maus die Perspektive ändern kann. Ich drücke immer die mittlere Maustaste und möchte dann drehen, aber naja. Oh, ich sollte vielleicht aufpassen, wo ich hinlaufe. Drehen, drehen, drehen. Hey. Ich habe eine Batterie gefunden, die sollte ausreichen. Ich weiß gar nicht mehr wofür. Die erste Station ist nicht weit weg. Ich habe sie dir auf deiner Karte markiert. Okay. Du solltest dich auch um deine Ausrüstung kümmern. Das ist hier kein Kinderspiel. Na, vielleicht schon. Verbinde die Batterie mit dem Funkturm. Okay. Vielleicht habe ich ja Glück und das hier ist auch so ein Teleport-Ding. Ich gehe einfach mal dahin. Wow. Beim nächsten Mal. Ich gehe sicherlich nochmal zu ihm. Wo ist der Gegner? Wo ist der Gegner? Oh, verdammt, das ist ein anderer. Okay. Ein einfacherer. Neue Gegend entdeckt. Camp. Was heißt ein Camp? Wie Camp? Oh, verdammt. Volles Inventar. Ja.
Behausung. Skillbuch. Ich glaube, ich muss es mal umstellen. Das ist viel zu einfach. Ich sehe schon, wie ich es wieder zurückstelle, weil irgendwie so ein Angriff auf die Basis erfolgt ist. Naja. Plopp, plopp, plopp. Was haben wir hier? Kein Atemtrank. Kein Platz. Noch ein Hammer. Elektroschrott. Ja, tschö, Roboter. Oh, verdammt, das ist noch einer. Mal gucken, wie weit die mich verfolgen. Der ist immer noch hinter mir her. Oh, da sind mehrere. Dann mache ich erstmal den hier weg. Ich habe auch schwer gestellt, fällt mir gerade ein. Ist jetzt kein Unterschied. Ich glaube, man hat dann auch mehr Hunger und so. Ich sollte mal einen Heiltrank irgendwie ins Inventar legen. Muss ich was essen? Sechs trinken. Okay. Ach, das ist ein Buff. Okay. Angriff. Ah, ich bin blockiert. Oh mein... Nein, nein. Ich wusste es. Das war ein Fehler, dass ich auf nicht einfach stelle. Passiert. Du bist gestorben, im Kampf getötet. Neustarten verlassen. Neustart natürlich. Jetzt bin ich gespannt, wo wir anfangen. Script Note. Vergiss nicht, deinen Fortschritt gelegentlich zu speichern. Man muss aktiv speichern. Naja, aber er speichert ja häufig genug, wenn man irgendwelche Gebäude betritt. Hoffe ich. Ah. Also das letzte Gebäude, wo ich war, hat er als Speicherpunkt genommen. Das bedeutet ja auch, ich stehe noch auf easy. Okay, dann lassen wir das auch mal so. Bis ich hier wirklich weiß, was ich tue. Saatgut, was ich nicht tragen kann. Essen wir mal und gehen weiter. Da, 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 da. Okay, der hat mich nicht gesehen da unten, der Gegner. Heiltrank natürlich wieder wechseln. Benutzt. Ausweichen. Okay, die machen dann auch weniger Schaden. Es kommt der nächste angelaufen. Angerollt, was auch immer. Och Mann. Ich mag es nicht, keinen Platz im Inventar zu haben. Ich hätte auch gern irgendwie Fernkampfwaffen. Oh, geh weg. Hey, das sollte ich vielleicht immer so machen. Einfach in Deckung bleiben. Korn. Ich nehme einen Heiltrank. Das hat Aggro. Oh Mann, komm doch. So, wo ist das letzte Viech? Zwei sind noch da. Korn. Oder auch nicht. Oh, kommt doch. Schade, dass die Schadenszahlen
vom Gegner und von mir in derselben Farbe sind. So weiß ich halt nicht, ob der Gegner Schaden... Okay, ich kann es an der Position sehen, aber naja. Skillbuch. Volles Inventar. Kommt zurück zu Rusty. Och Mann, dass ich hier alles liegen lassen muss. Das finde ich nicht schön. Elektroschrott. Den könnte ich sammeln. Moment mal. Schrott. Volles Inventar. Pilz. Konserve. Schrott. Passt nicht. Elektroschrott? Voll. Gut, dann würde ich mal zurückporten. Ach, das lohnt sich nicht. Dann würde ich mal zurücklaufen, rennen. Oder auch nicht. Oh, der Balken bleibt gar nicht da. Dass er sich auffüllt. Okay. Bin ich hier eben... Achso, ich bin da querfeld eingelaufen. Ich glaube irgendwie, ich sollte vielleicht erstmal bauen und nicht so viel questen. Ich habe so das Gefühl, dass es irgendwann einen Angriff geben könnte auf meine Basis, die so total ungeschützt ist. Großartig. Ich kann ein Signal von der ersten Station empfangen. Die zweite Station zu finden wird auch leicht sein. Der zweite Schutzraum ist weiter weg, aber er ist auch mit einer Batterie ausgestattet. Wenn du die hast, kannst du direkt zur südlichen Forschungsstation gehen. Viel Glück. Okay. Wo ist denn das? Da unten. Hör mal, das Camp hier. Ich porte einfach mal hier hin. Werde ich mein Inventar erstmal ausleeren. Und ein paar Sachen bauen. Und ich beende die Episode für heute. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich gerne bewerten und einen Kommentar dazu lassen. Und um zu sehen, wie es hier weitergeht, solltet ihr meinen Kanal abonniert haben. Also auf YouTube und auch auf Twitch. Bis zum nächsten Mal.